Herrschaften, willkommen zurück zu meinem Thief Comp oh, nicht Thief Comparison, Thief 6 Hellas Spiel. Wir sind noch immer dabei, die Welt zu erobern. Keine Ahnung, was wir wirklich machen. Auf jeden Fall sind wir dabei, die Welt gescheit zu besiedeln. Ja, ich habe mir jetzt kurz angeschaut, was ich alles machen kann. Ich kann ja auch Spione bauen. Ich habe keine Ahnung, was die können. Ich werde es auf jeden Fall, sobald ich schaffe, welche bauen. Aber wir brauchen ja für alles so lange. Wir brauchen so lange für alles. Was ist Indien? Ist gerade auf das Naturwunder der Galapagos-Inseln gestoßen. Wir sind gerade auf das Wunder Galapagos-Inseln gestoßen. Ist er deswegen darauf gestoßen, weil wir es gefunden haben oder was? Panda Brunei. Da können Sie das ruhig lassen, Indien. Das sind meine Stadtstaaten. Das macht mich grantig. Inspiration. Euer neues Wissen über den Himmel und die Navigation hilft eurer Marine ein Weltreich aufzubauen. Kolonialismus. Astronomie macht viel mehr Spaß, wenn man kein Astronom ist. Tja, das ist oft so. So, schauen wir mal. Irgendwo muss ja noch einer sein. Der muss wohl hier in Südamerika sein. Oder auf der anderen Seite von Nordamerika. Schippernackel, fahr, erkunde die Welt. Das war's schon. Mehr kann man nicht machen diese Runde. Immerhin vorschlagen auf Haarsegel. Ah, verdammt. Das hätte ich schon ganz gern. Das war Eureka fürs Haarsegel. Na gut, machen wir auch Belagerungstaktiken. Da haben wir schon das Eureka. Das macht unsere Mauern noch stärker. Sollten wir sie jemals ausbauen wollen. China hat ein Handelszentrum gebaut. Ägypten hat eine neue Religion gegründet, den Buddhismus. Echt jetzt? Euer Wissen über die Technologie, Wissenschaft, Theorie hat große Fortschritte gemacht. Sowas aber. Die Dämmerung eines Zeitalters der Aufklärung in unserem Reich hat einen ernsthaften Diskurs über unsere wissenschaftlichen Methoden entfacht. Okay. Denn alles gegen die Natur ist auch gegen die Vernunft. Und was gegen die Vernunft ist, ist Unsinn und zu verwerfen. Mhm. Finde ich gut. Aufklärung war eine sehr wichtige Zeit. So, was hätten wir hier? Plus eine Annehmlichkeit. Da haben wir plus 100% Gold, plus 100% Wissenschaft. Gold ist zwar gut, aber wir lassen das jetzt mal. Ich glaube, wir lassen das so, wie es ist. Oder? Nö. Nee, 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 nee. Was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir werden jetzt das Lagerbezirksdings abdrehen. Weil wir sind jetzt eh fast fertig mit den ganzen Lagersachen und stattdessen das Spion-Dings machen. Was ist denn der Spion? Das war doch irgendwas Rotes, oder? Auch nicht. Was, Diplomatie? Ah, es war Diplomatie. Na gut. Dann werden wir das da aufgeben. Und den Spion da runtergeben. Passt. Und bestätigen. Yes. Ach, shit, wir haben keine offenen Grenzen mehr.
Wie wär's mit offenen Grenzen? Hm? Herzifferdi. Okay, das nehmen wir an. Ein Gold pro Runde ist fast, also ist eigentlich nicht wirklich was. So. So lange im Mittelmeer rumgestanden, deswegen freuen sie sich so, wenn wir jetzt nicht im großen Ozean rumfahren dürfen. Hey, wir haben noch irgendwas entdeckt, super. Finde ich gut. Oh, Peter den Zweiten, Brasilien, okay. Gut, was kann Brasilien? Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Natürlich. Tauschen wir Informationen über unsere Hauptstädte aus. Ein brasilianischer Guru. Okay. Finde ich interessant. So, schauen wir mal. Was hältst du davon, wenn wir eine Botschaft errichten? Natürlich. Möchtest du Handel treiben? Oh, ich habe ja gar nichts, was du brauchst. Du hast vor allem auch nichts, was ich brauche. Oh, aber du hast große Werke. Die gleißende Welt. Abrechnung mit der Naturphilosophie. Margaret Cavendish, Margaret Cavendish, Baza. Kann es sein, dass du naja, machen wir doch gerade. Wenn ihr das macht, dann mache ich das auch. Vor allem, ich habe einen Platz dafür. In meiner Hauptstadt und dadurch erhöht sich meine Kultur und Tourismus noch einmal. Finde ich gut. Wenn das so einfach geht. So, noch einen Handelsweg kann man bauen. Finde ich gut. Mhm. Katholischer Guru finde ich gut. Klingt auf jeden Fall spannend. So, was machen wir als nächstes? Wesen vielleicht? Reformkiste. Machen wir mal Reformkiste. Damit wir es mal haben. Das Heureka oder die Inspiration kriegen wir da sowieso nicht dafür. Nein, 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 nein. Kolonialismus bringt zwei Gesandte. Das ist ja cool. So, wie viele Stadtstaaten habe ich jetzt, die noch keins haben? 1, 2, 3. Ich würde fast sagen, wir werden das dann so machen. Wenn wir das erforscht haben, machen wir den Diplomatie-Ding, der uns zwei Gesandte bringt. So, Mykene. Was sagst du, Mykene? Was hältst du davon, wenn wir einen Spion bauen? Den können wir jetzt etwas schneller bauen.
So, dann haben wir da unten. Da kaufen wir uns mal eine Truppe, damit wir diese Typen da oben loswerden. Ritter vielleicht. Bambusschützen. Schützen, Musketiere kann man nicht bauen. Okay, Bombardiere brauchen wir auch Salpeter. Na, moin, Ritter. So viel Geld haben wir noch. Können wir auch gleich einen. Können wir auch gleich einen. Händler. Na, Handwerker, Handwerker. Brauchen wir gleich einen Handwerker auch dazu. Ach so, warte mal, da oben wollten wir ja dieses Zimbabwe-Ding machen. Jetzt produzieren wir mal den Spion. Wir wollen einen Spion. Wir wollen einen Spion. Den schicken wir zu den Römern. Okay, bitte, wieso kann ich durch die Stadt durchrennen einfach? Muss ich da echt durch die Berge tatschen? Ah, Feigling. So. Nächste Runde. Rio de Janeiro ist die Hauptstadt, schon aus an. Rom hat Hafen, Ägypten hat weiter. Ah, jetzt plötzlich, du Feigling. So, die Diamanten holen wir uns mal. Feueralarm, das muss ich mal fast sagen.
So, Korinth. Was brauchen wir in Korinth? Eine Bank vielleicht. Ach, noch mehr Geld. Einen Campus. Oder noch einen Händler. Wir brauchen mehr Händler. Unsere Produktion erfolgt ausschließlich durch Händler. Der wahnsinnige Römer hat da oben ins Nichts lauter Städte hingebaut. Finde ich nicht lustig. Könntest du bitte mit deinem dämlichen Missionar verschwinden? Oder wenn, dann geh halt zum Römer rein. Am besten ihr bekriegt euch gegenseitig und lasst mich in Frieden. Humanismus und Protestantismus. Wir sind im Industriezeitalter. Man sollte nie vergessen, dass Politik, Kolonialismus, Imperialismus und selbst der Krieg dem menschlichen Gehirn entstammen. Erhard-Diplomatie. Plus 2 Wissenschaft, Kultur, Glauben und Gold durch jeden Stadtstaat, in dem ihr souverän seid. Auch nicht schlecht. Kolonialsteuern. Eingeborene erobern. Kampfsieger gegen Einheiten aus früheren Zeitaltern bringen in Höhe von 50% der Kampfstärke besiegten Einheit. Oh, Gold. Gold in Städten, die nicht auf dem Kontinent eurer ursprünglichen Hauptstadt liegen. So, warte mal. Wenn wir das da jetzt hierher geben, kurz. Ah, wir geben das daher, Pfeift drauf. Haben wir hier schon fast alles. Uff. Boah, finde ich eigentlich ganz gut. So, wir produzieren jetzt nur noch 5. Das ist natürlich schlecht, aber wir haben jetzt 2 Gesandte. Das heißt, wir machen daraus 4 Gesandte. Karthago, bitte deinen Ranger aus, okay. Artusa wieder eine heilige Stätte, na gut. Banda Brunei hat euch eine neue Quest gegeben. Eingebung für verbrannte Erde auslösen. Na servus. Eureka für Industrialisierung auslösen. Straßen verbessert. Na, finde ich gut. So, na dann bewegen wir zuerst unsere Einheiten. Und wieder mit dir. Hey! Durch das Besiegen von Rittern haben wir auch eine Technologie Eureka gekriegt. Finde ich gut. Stehen. Und du drehst eine Ehrenrunde im Feuerland herum. Oh, wir haben noch jemanden entdeckt. Buenos Aires. Sanitätsversorgung. Okay. Plus 2 Produktion für Wunder und Gebäude. Nicht schlecht. Da hat 4 Leute drinnen.
Alle Bonusressourcen verhalten sich wie Luxusgüter und bieten eine Annehmlichkeit pro Art. Puh, das ist auch nicht schlecht eigentlich. So, was machen wir als nächstes? Rupp und Palette, das sind einfach mal zwei von diesen Dingern. Und das heißt, wir werden die dann zuerst einsetzen und dann umstellen wieder auf die H. Oh, ja, 5 Züge, wir sind urschnell, was Kultur betrifft. Warte mal, wir haben doch noch zwei Typis. So, wir haben gesagt, einen nach Hongkong und einen nach, was bringt der? Der bringt Glauben, der bringt Wissenschaft, den hatten der schon, 6 und 6, na servus, Soul, 3 und 2, machen wir doch gerade Soul. Habe ich das eingestellt jetzt? Ja, habe ich. Nicht, dass man das Ding, nicht, dass man das dann nicht macht. Ja, sie haben wirklich zwei gekriegt. War gut. Und jetzt das zweite. Ah, ich habe nur einen einmal gesetzt. Na, wollen wir dann wirklich nach Hongkong? Das Gebäude und Wunder und 20% Produktion für Steuer. Ja, Hongkong wollen wir. So, das heißt, in Hongkong haben wir jetzt auch zwei. Finde ich gut. Finde ich ausgezeichnet. Das mit unseren großen Typen. Ingenieure, Händler, Wissenschaftler sind wir hinten nach. Aber da mal Ingenieur wollten wir. Da haben wir 4,2 Punkte. Amerika hat 3,2, 3,1. Finde ich gut. Und Rom hat einen. Das heißt, wir machen die meisten Punkte für den Ingenieur. Löst Heureka für eine zufällige Technologie der Moderne aus. Werkstätten bieten plus eine Kultur. Hm. Leonardo da Vinci würden wir kriegen jetzt. Hm. Na gut. Na gut, machen wir nächste Runde. Ah. Der Missionar ist in Kumasi angekommen. Was du tun musst, Missionar. Bekehre. Ja. Eher lächerlich, wie du bekehrt hast da. Ich meine, ich weiß nicht genau, was der Computer vorhat mit diesen ganzen Truppen, die da rumrennen. Aber ja, gut soll's sein. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir das erste Mal angegriffen werden. Interessanterweise ist der Computer noch recht friedlich mir gegenüber. Nur der Chinese war irgendwann mal unhöflich mir gegenüber. Weil ich nicht genau warum. Also das jetzt nicht mehr ist. Aber gut. Soll sein. Und? Es lohnt sich nicht, eine Stadt anzugreifen. Die Belagerung einer Stadt ist der letzte Ausweg. Okay. Finde ich
Gut, ja, ich will auch keine Städte belagern. Ich spiele nämlich friedlich. Mhm. Es ist gut, dass da schon meine Händler unterwegs waren. Da gibt es ja nicht so eine Straße. So, da hinten gibt es noch ein Lager von Barbaren. Das wollen wir haben. Bis ich dort bin, vergeht eine Ewigkeit. So. So, Freund, was hältst du davon, wenn wir... okay, ich hab's gewusst. Es hat nicht gereicht. Wie viele Leute sind hier zoratristisch? Ich will das sehen. Ich weiß nicht, wie ich das sehen kann. Ach Gott, ich hasse es. Dieses Spiel ist so gemein. So... einfach da weggegangen von meinem Schippermarkt. Finde ich nicht richtig. Da steht ein Katapult von Buenos Aires auf den Falklandinseln rum. Finde ich gut. Wahrscheinlich wollen sie verhindern, dass die Briten es erobern. Allerdings nennen die Argentinier die Falklandinseln Malvinas. Nicht Falklandinseln. Das war der Name von den Briten. So, die Ra-Segel haben wir gesagt, machen wir nicht, weil das wollen wir schaffen. Gut, Militärwissenschaften haben wir gerade gekriegt. Wissenschaftstheorie können wir auch schon. Was kann das? Universität von Oxford, was braucht denn das? Naja. Machen wir mal Wissenschaftstheorie, das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wir können dann ein Forschungsabkommen machen und plus eine Nahrung durch die Plantage. Ist gut. Gut, Athen, was bauen wir in Athen? Können wir noch einen zweiten Spion bauen, frage ich mich gerade. Nein, können wir nicht. Schau dir was an. Händler können wir zurzeit auch keinen bauen. Musketiere, Bombarden können wir bauen. Wieso eigentlich jetzt plötzlich? Wir können Projekte bauen. Was ist Projekte? Hafenverschiffung. Bezirksbezogenes Projekt, das in jeder Runde Gold und nach Vollendung große Admiralpunkte bringt. Okay. Lagertraining. Theaterplatzfestival. Okay, so weit runter bin ich noch nie gegangen. Wir könnten Freibeuter bauen. Na, das bauen wir in Argos. Freibeuter. Siedler könnten wir bauen. Wir machen Siedler. Wir wollen schließlich nach Australien siedeln. Ein weltumspannendes Reich. So. Machen wir noch eine Runde. Erlaubt ihr uns, eine Botschaft in einer Hauptstadt einzurichten? Na natürlich. Oh, was für ein Freudentag. Finde ich auch. Alles, was dich glücklich macht, macht es mich auch. Ach, das taugt mir überhaupt nicht. Warum sind da so viele Taten drin? Weil das sind Legionen. Die sind eher modig. Mittlerweile haben wir Musketiere und ähnliches Gesocks. Naja, ich nicht. Der ganze Palastkomplex ist an einer zentralen Achse ausgerichtet, der Weltachse.
Alles in den vier Himmelsrichtungen hängt an diesem zentralen Punkt, den die Paläste darstellen. Finde ich großartig. Das bringt uns nämlich eine Joker-Politik Platz. Noch mehr die Diplomatie. Wozu benötigt ihr Wunder? Ich gebe zu, das ist das Wunder, das du bauen wolltest, gell? Wenn ihr auch die Werke des Reichs der Mitte bestaunen könnt. Du kannst mich mal. Ich werde nicht aufhören, Wunder zu bauen, nur weil du auch welche bauen willst. Bau da halt deine eigenen. So, Musketier. So, wie kommen wir dort am besten hin? Boah, bist du wahnsinnig. Der hat da urviele Städte einfach herumgebaut. Wenn wir da einfach da so durchgehen. Was ist denn das? James of St. George. Das dürfte wohl ein großer. Großer Architekt oder sowas sein, Ingenieur oder sowas sein. Schau was an. Na gut, machen wir mal, irgendwie können wir dann nicht die nächsten. So, wir können irgendwas bauen offensichtlich. Einen großen Händler, finde ich gut. Was kann der? Euer Handelswege zu euren eigenen Städten gewähren plus 0,5 Gold pro Spezialbezirk im Zielort. Gewährt einen gesamten Raja Todamal. Okay, mal gucken. Primäre. Siehst du diesen Typen hier? Den wollen wir besiegen. Töte, Quadrimäre, töte. Yay. So, Händler in Korinth. Und er macht nicht so viel Geld wie die anderen. Wie Athen. Nichtsdestotrotz wollen wir ihn einsetzen. Hey, Buddhismus, na super. Noch so eine doofe Religion. Oh, wir haben irgendeine. Irgendwas haben wir offensichtlich weggetan. Bei den Handelswegen, weswegen wir. Wir können nach Ephesus gehen. Nee. Wir machen einen hübschen Handelsweg irgendwo hin, wo wir einen Haufen Zeug kriegen. Und wo wir noch nicht waren. Wir waren noch nicht in Hattusa? Echt jetzt? Die haben noch keinen Dings. Die haben noch keinen Handelsposten. Aber durch Hattusa geht fast jeder bei uns. Mist. Ah, und das hat auch den Vorteil, wir kriegen unsere Religion. Finde ich gut. So. It's a Händler. Dieser Händler, wenn wir den jetzt wegmachen, kriegen wir plus 0,5 Gold in unseren Handelswegen zu unseren eigenen Städten. Naja, aber immerhin, wir kriegen den Gesandten. Und den Gesandten setzen wir wieder so ein, wo wir noch keinen haben. Der Vento oder Buenos Aires. Der bringt Glauben. Wollen wir Glauben überhaupt haben? Ah ja, wieso nicht? Wieso hat der Vento nur einen? Habe ich nicht diese Fähigkeit? Ich habe ich doch noch. Der erste Gesandte, den ihr zu jedem Stadtstaat schickt, zählt als zwei Gesandte. Das müsste doch auch für den gelten. Ich hasse das Spiel. Das ist inkohärent. So. Was jetzt?
werde ich dich wahrscheinlich nach Australien schicken. Das ist keine schlechte Idee. Keine schlechte Idee. So, du schaust mal die Falklandinseln an. Oh, hübsch. Eis und Schnee und Wind und Eis und Schnee und Wind. So, du bleibst mit dem. Die Meere braucht keinen Schutz. Mal schauen, von denen können wir schon recht viele Städte mittlerweile. 3, 5. Und von denen können wir nur eine. Mhm. Was machen wir in Korinth? Was brauchen wir denn? Warte mal. Wir haben nur 10 Wohnraum, wir brauchen mehr Wohnraum. Aquädukt bringt das Wohnraum. Was bringt noch Wohnraum? Bringen solche Mauern Wohnraum? Nein. Heilige Stätten? Nein. Bank? Nein. Wieso auch? Ich will kein Aquädukt bauen, das ist ja urdoof. Na gut. Wir wollen größere Städte. Was ist das? Wir können noch was bauen. Gold. Das da. Ha. Okay. Computertechnologie. Mhm. Wieso das jetzt? Was brauche ich für Computer? Ich finde das absolut bescheuert, dass das nicht dabei steht. Wo ist denn das überhaupt, Computertechnologie da? Habt eine Regierung mit 8 Politikplätzen? Ach so, verstehe, weil wir einen Bonusplatz durch Griechenland haben und jetzt noch einen Bonusplatz gekriegt haben durch die... durch das Wunder. Deswegen haben wir jetzt schon 8 Plätze. Finde ich gut. So. Noch was bauen. Was bauen wir dort? Bauen wir noch einen Dings, bauen wir noch einen Handwerker. Und damit machen wir wieder Schluss für heute. Wir haben wieder weit überzogen. Finde ich schlecht. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.